Hi und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich fange heute an mit meinem Elektro-Drift-Bike. Ja, warum und aus was mache ich das Ganze? Ich werde hiervon eigentlich nur die Gabel und die Lenker benötigen. Das meiste machen wir aus Holz. Und wofür mache ich das Ganze? Das zeige ich euch jetzt. Die meisten von euch werden den Michael Truppe von Let's Bastel wahrscheinlich schon kennen. Wenn nicht, ich werde mal seinen Kanal verlinken, dann könnt ihr da mal rüberschauen. Der macht das Event und es gibt auch ein paar Voraussetzungen, beziehungsweise, wer heißt das, Voraussetzung? Heißt das Voraussetzung? Es gibt auf jeden Fall ein paar Anforderungen für das Rennen. Und zwar ist es einmal, eine der Anforderungen ist, dass wir es eigentlich im besten Fall selber bauen. Der Motor ist vorgegeben, wir gehen alle mit dem gleichen Motor an den Start, das ist ein 500 Watt 24 Volt Motor und das Fahrzeug soll mindestens 3 Räder haben. Das sind die Voraussetzungen. Also mein Go-Kart wird vom Aufbau her, habe ich hier so eine 25 mm Achse, das ist eine Baby-Kart Achse, die habe ich bei Deep Racing gefunden. Ich werde es euch unten mal in der Videobeschreibung alles verlinken, wo ich die Sachen herbekommen habe, weil die sind gar nicht so einfach zu finden, weil meistens kriegt man die normalen und die fangen bei 30 mm an. Warum das eher schlecht ist, das werde ich euch nachher noch zeigen bei den Zubehörteilen von dem Motor. Die Reifen, die habe ich direkt von der Kartbahn gekriegt, da kann man einfach mal anfragen. Die haben meistens so abgefahrene Reifen, die geben die kostenlos her und da habe ich mir 2 Reifen besorgt. Bei dem Motor, ist ja ein 500 Watt Motor. Ich bin echt mal gespannt, ob ich damit auch querfahren kann. Also ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr meint, dass ich mit 500 Watt schaffe, das Teil zum Driften zu kriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wer noch alles mitmacht und ein Fahrzeug baut und dazu auch Videos gibt, schaut einfach mal bei Michael Truppe auf der YouTube-Seite. Der hat eine Playlist erstellt, da kommen die ganzen Videos rein von den Leuten, die mitmachen. Wie gesagt, von dem BMX brauchen wir nicht viel. Die Bremse hier ist eigentlich eh schon kaputt. Die brauchen wir nicht. Übrigens, das BMX-Rad habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Das war relativ fürs Schnäppchen und ist auch... Ne? Komm schon. Ist auch eigentlich noch relativ gut im Schuss dafür, dass es wohl ziemlich lange draußen stand. Aber wie man sehen kann, der ist halt nicht mehr so gut im Schuss. Da kommt ein neuer rein. Also, einmal hier oben wegmachen das Ding. Das brauchen wir auch nicht. Ja, die Bremse, die ist halt schon ein bisschen fertig. Einmal haben wir den Lenker, den brauchen wir. Und dann brauchen wir noch das Teil hier unten. Wobei die Bremse für hinten werde ich nicht nutzen, weil mir das zu viel Aufwand ist, da hinten irgendwie eine Bremse dran zu machen. Aber das werdet ihr später eh noch sehen. So. Den Rest werden wir erstmal wahrscheinlich gar nicht brauchen. Also wie man bei dem Rahmen sehen kann, ist hier der Steuersatz integriert. Ich werde das Steuersatzrohr aus Holz machen und werde es ein bisschen anders lösen. Dafür habe ich mir einfach einen anderen Steuersatz geholt. Aber das zeige ich euch gleich noch. Gut, also jetzt haben wir das Vorderrad schon mal mit der Gabel draußen. Der Steuersatz habe ich euch ja gesagt, der da drauf, der passt nicht. Ich habe hier einen, der hat hier vorne so eine Aufnahme, also einfach nur eine runde Aufnahme, die wird eingesteckt und die hat genau 30 mm. Und deswegen habe ich mir hier schon mal den Prototypen gebaut. Den habt ihr bestimmt schon mal auf Instagram oder in meinem letzten News-Video gesehen. Den habe ich halt einfach schon mal gebaut, um rauszufinden, wie ich die Winkel machen muss, damit das passt. Und das kommt dann hier auch einfach rein. Da sind schon die 30er Löcher drin. Dann kommt das von hier oben drauf. Jetzt gibt es dabei aber ein kleines Problem und das zeige ich euch jetzt mal. Okay, wenn das Ding zusammengebaut ist, sieht man vielleicht schon das Problem. Also das hier ist extrem weit unten am Boden. Die Bretter, die ich da nutzen werde, die werden zwar ein bisschen dicker, also die kommen schon ein bisschen höher. Aber ich muss halt trotzdem schauen, dass das von der Höhe her alles passt. Weil wenn ich hier nämlich höher gehe, dann hängt das Vorderrad in der Luft. Logischerweise, weil ich möchte halt schon, dass die Sitzfläche hier später gerade wird. Deswegen schneide ich mir jetzt erstmal die groben Teile zurecht. Und dann schauen wir schon mal, wie wir das alles ein bisschen zusammen machen können. Also den unteren Teil hier werde ich jetzt aus Multiplex machen. Bei meinem Prototypen quasi ist das 60 cm. Ich werde jetzt nochmal 10 cm hinten dranhängen.
damit ich einfach nochmal sicherheitshalber bin. Weil abschneiden kann ich hinterher immer noch. Von der Höhe her mache ich die 10 cm. Warum? Zeige ich euch gleich. Zusammengeschnitten. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich möchte die auf 10 machen, von der Höhe her, aber ich habe sie jetzt auf 12 gemacht, aus dem einfachen Grunde. Die Batterien, die ich habe, die sind halt von der Höhe her ja auch so 12, 12,5, und ich möchte halt nicht, dass die extrem weit oben rausstehen, weil die kommen später hier neben, und dementsprechend, ich möchte oben und unten noch ein Brett runter machen, das wird ihr später noch sehen. Und da steht die dann drauf, und ich möchte halt einfach nicht, dass die zu weit nach oben rausguckt. Die Hinterachse, die kommt hier hinten durch. Da werde ich mir hier hinten noch ein bisschen Platz lassen, dass ich das da auch nochmal verschrauben kann. Und zwar habe ich hier mehrere von diesen Flanschen, die kommen hier hin. Und den werde ich halt ein bisschen höher machen. Weil genau mittig werde ich nicht machen. Wie gesagt, der ist 95, deswegen wollte ich erst einen 10er haben. Aber ich habe es jetzt höher gesetzt. Zum einfachen Grunde, ich habe hier noch das Kettenblatt, und das möchte ich natürlich, dass es nicht unbedingt unten, dass ich da unten irgendwas ausschneiden muss. Und deswegen kommt das ein bisschen höher, dass ich dementsprechend auch noch die Kette darunter machen kann. Deswegen habe ich mir das so ausgemessen, dass die oberen Bohrlöcher sind 2 cm von oben und nach hinten lasse ich 4 cm Platz. Also bohre ich jetzt hier erstmal die Löcher, und hier vorne bohre ich auch noch ein kleines Loch. Wofür das ist, das sehen wir später. Gut, das sind jetzt die Teile für das Steuerrohr. Davon habe ich jetzt 7 Stück. Die haben jetzt eine Gesamthöhe von ja, gut fast 13 cm. Ich habe die jetzt absichtlich immer unterschiedlich geschnitten. Also einmal so und einmal so. In der Hoffnung, dass wenn ich die hinterher verleime, dass mir das noch mehr Stabilität gibt. Schauen wir mal. Jetzt werde ich sie auf jeden Fall erstmal alle anzeichnen. Ich möchte auf jeden Fall, dass nach rechts und links, die sind 9 breit, dass nach rechts und links 3 cm sind. Und nach vorne auch. Und die hinten werde ich das dann später noch irgendwie aussparen, damit ich da auf meine 6 cm komme. Aber da müssen wir erstmal schauen, dass es prinzipiell erstmal auf Maß kriegen. Also, alle anzeichnen und bohren. Gut, die Bretter sind jetzt soweit gebohrt. Hier vorne das Loch habe ich jetzt noch weggelassen, weil ich da erstmal schauen muss, wo ich die Batterien hinsetze, weil das weiß ich jetzt noch gar nicht. Dementsprechend kann ich das natürlich auch noch nicht bohren. Ich mache jetzt mal die Lagerflansche dran, und dann, also bevor ich das verleime, gut, bevor wir die ganzen Dinger jetzt verleimen, möchte ich aber erstmal schauen, ob das überhaupt zusammenpasst, ob ich einigermaßen gescheit gebohrt habe. Sonst kann ich mir das Verleimen auch sparen. Ja, mal erstmal gucken, dass die gerade sind. Und dann, genau, passt das. Dann passt das da durch. So, andere Seite. Unterlegscheibe drauf. Mutter drauf. Gut, oben passt schon mal. Mal jetzt noch schnell die unteren rein. Durchdrehen, oder? Geh doch mal da durch, Junge. So, zack. Und die letzte. Ich habe jetzt erstmal nur grob angezogen, weil richtig fest mache ich dann hinterher, wenn ich das Ganze verleime. Jetzt haben wir das hier so. Ich möchte direkt auch mal schauen, ob die Stange durchpasst. Na, jetzt will sie nicht durch, oder was? Ah, doch. So. Gut, dreht sich, geht durch. So wollte ich es haben. Ich habe eigentlich vor, die später nach rechts und links hier abzustützen, weil hier kommen ja die Batterien hin. Ich zeige es euch mal. Auf die Seite habe ich mir vorgestellt, dass die Batterien kommen.
Da muss ich mal schauen, vielleicht tausche ich das Ganze auch noch durch. Hier habe ich jetzt erstmal den Motor geplant und hier drunter kommt natürlich dementsprechend noch ein Brett. Das hier ist die Aufnahme für die Achse. Die hat einen Innendurchmesser von 27 mm. Da packe ich mir dann später noch so ein 1 mm Blech dazwischen. Und dann passt das auch genau. Wie gesagt, das kommt irgendwo hier hin. Das kommt auch nicht auf den Boden drauf. Also das liegt und das liegt auch nicht unten auf. Das ist ja das, was ich wollte. Machen wir mal kurz die Kette drauf. Dann können wir uns das Ganze mal nicht in Action angucken, sondern einfach nur so. So vom Prinzip her soll es sein. Ich muss mal schauen, ob ich hier außen das auch nochmal unterstütze. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das machen kann. Allerdings möchte ich jetzt hier noch den Winkel rausmessen, ob ich das hier vorne hinkriege. Das sind meine Bretter, die hier vorne rankommen. Die gehen ja hoch zum Steuerrohr. Die setze ich hier vorne an die Kante an. Und dann schaue ich mal vom Winkel her, was das alte so macht. Weil ich ja überlegt habe, dass das alte vielleicht nicht ganz vom Winkel passt. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie das prinzipiell ausschaut. So. Also von der Idee her war es vielleicht nicht schlecht, das so mal zu übernehmen und alles zu schauen, aber von der Umsetzung her funktioniert es überhaupt nicht, weil ich kann das ja jetzt hier, kann ich die Bretter ja schon verschieben. Ich habe zwar noch eine andere Zwinge, die um einiges stärker ist, aber ich glaube auch damit kriege ich das nicht so festgespannt, dass ich mich hier dann draufsetzen kann und gucken kann, ob der Winkel passt. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auf 50 Grad abschneiden und die dann halt einfach mal festschrauben und hoffen, dass es passt. Ich habe hier noch die Aufnahme für meinen Steuersatz. Die sind 9 cm breit und hier in der Mitte habe ich ja nur 6 cm. Ich wollte das hier eh noch so aussparen. Ich glaube, das mache ich noch und dann, wenn die zusammen sind, denke ich mal, dass ich das vielleicht noch von der Höhe verschieben kann. Also das mit der Aussparung und mit dem Abschneiden, das werde ich jetzt aber leider nicht mehr hinkriegen. Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder in der Werkstatt und mache weiter. Das seht ihr dann nächste Woche im nächsten Video. Also vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann. Ciao.